Julian, ihr wollt es unbedingt noch einmal von mir sehen, Leute? Dann geben wir mir. Bitteschön. Fand ich krank, das Video. Ich fand's krank. Ich fand's heftig, Mann. Vor allem am Anfang dieser Dancehall-Afro-Trap-Part von John. Kuss, Alter. Drexler spielt seine Rolle auch sehr, ja. So ein krankes Video. Da auf jeden Fall fetzte Props an Drew, Digga. Wirklich. Es war einmal ein junger Mann namens Ich finde es so nice. Da er allerdings so einen bescheuerten Namen hatte und ständig ein siffiges rotes Supreme-Hütchen trug, nannten ihn alle nur Rotkäppchen. Irre, okay. Eines Tages brachte es... Ey, Drew hat wieder Next Level Production Value da reingeballert. Unglaublich, was der wieder macht, Digga, ehrlich. Bier und Börek zu seiner Großmutter, denn... Auch einfach Bier und Börek, Digga. Die war damn sick. Doch auf dem Weg dorthin begegnete es dem großen bösen Wolf. Jetzt dieser Beat von Bruder, Vince. Bruder, was los? Bruder, muss los? Wohin denn, mein Junge? Großmutter, frag nicht so dumm. Ey, da hinten sind so Blumen und so ein dreckiger Scheiß. Denn deiner Oma war von denen. Das Grünste kommt immer nice. Korrekt, danke. Wo sollen hier Blumen sein? Hier sind nur Äste und Cola-Dosen. Na egal, ich geh jetzt erstmal Taschengeld bei Oma holen. Oh. Oma, was geht? Digga, zu spät. Warum sind deine Ohren so groß? Damit ich besser höre, was los? Warum sind deine Ohren... Damit ich besser höre, was los? John hat's so krank gemacht, ehrlich, Mann. Augen so rot, ich hab den halben Wald hier gesmoked. Warum sind deine Hände so groß? Damit ich schneller flappe, mein Sohn. Warum hast du so einen großen Mund? Damit meine Rap-Lines krasser flohen. Alle meine Bassenmesser schaff ich deine Zähne und die... Der Part, Alter, absolut geisteskrank. Lass dich mir sicher vor keiner Filme. Jede Line ist gut wie mein Feld. Denn ich hab meine Gene, erkläre dir meine Pläne. Denn du kannst keinen mehr erzählen. Ja, hier im Wald, wenn Dinge anders geregelt ist, von einem bei jeder gefressen, dann gibt es keine Probleme. Egal ob sieben Geißlein oder drei kleine Schweinemänner. Ich bin der Wolf und mein Atem ist einfach länger. Jeder weiß von mir ein Finger, aber dein Style lausig. Was soll das hier mit deinem Feind? Heftig, Mann, heftig, heftig, heftig. Deine Oma war der Anfang, jetzt hast du Pläne verpust. Was willst du machen, denn ich steh bei Peter unter Schuss. Oma, sag mal, wisst ihr, ist ein Börek oder nicht? Ja. Es war einmal eine Königin, die innerlich nicht ganz so stable war, wie sie sich äußerlich gab. Stable, Alter. Spieglein, Spieglein an der Wand. Was denn los, Mann? Wer ist die Schönste hier im Märchenland? Weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken. Ach, wie lang soll ich noch warten, Mann? Was glaubst du, wen du hier verarschen kannst? Alles klar, die Hübscheste seid auf jeden Fall ihr. Nach Schneewittchen hier, denn die ist praktisch tausendmal schöner und besser frisiert. Wow. Wie bitte, was? Nein, nein, nein. Die hübscheste im Märchenland sein. Jo, ist halt so, mach dir keinen Kopf, aber brauchst du mich noch? Oder kann ich jetzt weiter gucken? Sind wir durch? Gerade spielt FC Märchenwald gegen BSC Ritterburg. Ich werde mal los. Schneewittchen, du kleine dumme. Fernab des Schlosses, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Ja, wer seid ihr denn? Ich bin der John, ich bin der John, ich bin der John, ich bin der John, ich bin der John. Ich bin Jolene. Ich bin der John. Wie witzig, ihr seht ja alle gleich aus. That's racist. Kann ich bei euch pennen? Klar. Cool. Und Schneewittchen lebte viele, viele, sagen wir mal Monate, bei den sieben Zwergen im Walde. Bis zu jenem schicksalhaften Tag. Dann wollen wir Schneewittchen noch mal einen Besuch abstatten. Ah, sorry. Ich habe gerade noch frischen Kaffee für die Jungs gemacht. Jokern, nicht rein? Nein. Mein Kind, ich habe dir diesen roten Apfel mitgebracht, weil du so lieb. Super nett, aber ich hab Neurodermitis. Diese krumme Frucht hier im gelben Gewand. Sorry, nein, Fruktose intolerant. Aber Brot ist doch wirklich kein Problem. Geht nicht, weil Gluten. Tüte Milch, hier, ich geb dir eine große. Bruder, Laktose. Erdnüsse, jetzt oder nie? Nie. Oh mein Gott. Genussallergie. Leute. Nein. Bruder! Oh mein... Leute! Hä? Leute? Was ist hier passiert? Hä? Hä? Was ist passiert, Alter?
Mo. Das war Mo. Okay, Leute, das gibt auf jeden Fall eine Anzeige. Das gibt eine fette Anzeige, Alter. Junge, Game Master, Leute, wir rechnen uns. Wir werden uns auf jeden Fall rächen, Mann. Wir brauchen doch die Polizei. Das kann ich so... Halt's Maul, Mo! Mo! Komm mal gleich, lieber TS, Mo. Das gibt eine fette Anzeige. Börek! Oh, einen Börek würde ich nehmen. Danke. Okay, ich will den neuen Track von Phil Laude sehen. Ich kenne das Ding schon hier. Komm. Ist okay, oder? Wir haben den dopen Part durch. Da sitzt er. Ganz friedlich sitzt er da. Mal Monate bei den sieben Zwergen im Walde. Als ob, Junge. Mo, ich schwöre dir, das ist so dreist, Digga. Er hat einfach den Stuhl umgeworfen und macht einen Fortnite-Dance auf der Leiche vom Game Master. Digga, das ist uncool, Mann. Mo, halt's Maul, du bist nicht zu Hause. Du bist im scheiß Büro, Junge. Ey. Warum, Alter? Okay, Leute. Also ich flüster das jetzt in den Chat, damit ihr das nicht hört. Wir werden Mo später die Beine abschneiden, okay? Aber der weiß das nicht. Gut, lass mal hier weiter gucken, Leute. Nicht mit dem Game Master, ich hab eine Schere, Junge. Ich bin bewaffnet. Komm ran, Junge. Komm. So, hier. Jetzt mal hier Phil Laude auschecken, was geht? Yo, ich hab mir gerade diese ganzen aktuellen Rap-Videos angesehen. Digga, das allein die Outfits sprengen unser Gesamtbudget. Wir haben vielleicht Geld für eine Gucci-Socke. So, lass uns das anders machen. Das Video hat insgesamt 16 Euro gekostet. Ja, moin. Der dreht uns das billigste Rap-Video aller Zeiten. Das war bei Drake, bei God's Plan genauso, ja. Hey, findet ihr auch? Ihr seht ja gerade, es ist so krank aus wie Mike Singer. Immer dieses Lelelele. Oh, der Flex, Alter. Habt ihr es gerade gesehen hier? Digga, Casio. Sie macht's für Insta-Promo, 0 Euro, okay? Sie mag eigentlich kein Deutscher. Schade, Mann. Catering. Shutterstock, Digga, so richtig billig, einfach aus Berlin. Hier sieht man sogar noch das Watermark. Absolut belastend. Bei mir ist der Bratan nicht so fett. Ich schlaf im 90 cm Bett. Dein Wochenende Body oder. Warte, was war das jetzt? Günstiges Hotel in Köln, 30 Euro. Ja, sieht doch echt so aus, Bruder. Sieht echt so aus, Alter. Dein Wochenende Bali oder rum. Mein Wochenende Party am Balkon, ja. Du fährst Benza, 120 Mit dem fucking Drive Now, Digga. Ja, moin. MX Skill, danke für deinen Sub, Bruder. Hey, aber krasser Flow. Also, Phil Laude, echt ein krasser Komiker. Ein krasser Satiriker und ein krasser Musiker einfach. Also, mit Pesh Rahim zusammen hier. Auch ein super Dude, der auf jeden Fall richtig gut produzieren kann. Stark. Doch ich Barbara, rolle mit dem Fahrrad. 22 Zoll, Sitze aus Leder. 1 Euro fürs Fahrrad, ja moin. Konto. Oh, guck mal, wie das aussieht, Alter. Voll krass, schaut mal. Tech-Träger. Konto. Heftig. Siehst du die Träne, Glitzer. Hab mit Coca kein Money eingetrieben. Mein Kontostand 18,7. 18,70 Euro. Was hat er denn? Hat er dafür extra jetzt ein Dings, ein Konto gemacht oder was? Oder was ist jetzt los? Oder hat er wirklich so viel Geld von seinem Konto abgebucht? Wäre ja absolut belastend. Mein Konto stand 18,7. Ich hab kein Para, no money. Oh, das ist im Apropos in Köln. Kenner wissen, dass ich da natürlich niemals hingehen würde, weil es viel zu teuer ist. Mein Konto ist leer ohne Para. Für Gucci, für Louis. Ich hab kein Kapital. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, dieses Schild wäre abgerissen, Digga. Das wäre sein finanzieller Ruin gewesen, auf jeden Fall. Baby,
Baby, komm, ich zeige dir die Welt. Aber vor meiner Tür für mehr hab ich kein Geld. Muss es eine gute Tasche sein. Für mehr Plomo reifst du doch. In den YouTube-Beutel geht doch auch was rein. Ja, ja, wir gehen essen, Baby. Leider ist sie während der Fahrt einfach ins Taxi gestiegen. Also. Sie fährt wirklich direkt weg. Die Taxikosten hat sie später in Rechnung gestellt. Du bist nicht nur Vater, sondern für mich da geblieben. 43 Euro. Teuer in Köln. Baby, wo bist du? Nächster, Konto nächster. Nicht mehr da. Siehst du die Träne, Glitzer. Konto nächster, Konto so wie Neymar. So wie Neymar, als er noch ein Kind war. Im Gucci-Store, oder was ist das hier? Was war das für ein Store? Louis Vuitton, am Dom direkt. Neymar, als er noch ein Kind war. Wie Neymar, als er noch ich Kind hab war. Ich hab kein Pada, Pada. No money, money. Mein Konto ist leer. Mit 15 Euro werfen, Alter. Na gut, das Geld ist weg. Ah. Stark. Frei steht an den Klamotten, lasse nach dem Dreh alles umzutauschen. 0 Euro. Stabil. Auf der Brust eine Pistole, lele. Monatende keine Kohle. Es wird Zeit, dass ich spare, lele. Gegen, nach, oh, weil das eine Kappi-Anlehnung ist. Nach reicher Überlegung haben wir es am Ende doch gegen Bushido an, not bad. Auf der Brust eine Pistole, lele. Monatsende keine Kohle, lele. Es wird Zeit, dass ich spare, lele. Brauche keine Gucci-Gare, lele. Monatsende keine Kohle, lele. Ja, es wird Zeit, dass ich spare, lele. Ah, das August ist auch dabei. Brauche keine Gucci-Gürtel schnell. Brauche keine Gucci-Gürtel schnell. Ich hab kein Pada, Pada. No money, money, no money. Mein Konto ist leer ohne Pada, Pada. Für Gucci, für Gucci. Ich hab kein Kapital. Pada, Pada. No money, money. Mein Konto ist leer ohne Pada, Pada. Für Gucci, für Louis. Ich hab no money. Ja, nee, klar, krass, krass. Ich geh pennen. Also auf jeden Fall mad stabil das Ding, was er da gemacht hat. Wirklich, Alter, ehrlich stark, ehrlich cool. Muss ich sagen, hat er auf jeden Fall wirklich echt nice gemacht.